Mein Hauptuntersuchungsobjekt ist Fucus vesiculosus, der Blasentang in der Ostsee. Er ist eigentlich die wichtigste Makroalgenart und eigentlich einzige Makroalgenart in der Ostsee, die große, dichte Bestände bildet und dadurch ein Habitat für viele Organismen zur Verfügung stellt, an dem viele Organismen aufsitzen können, aber auch dazwischen leben können. Und Fische legen auch ihre Eier dort ab, wodurch er dann für den Menschen wiederum wichtig ist. Und dadurch, dass er dann wieder für das Ökosystem der Ostsee so eine große Bedeutung hat, müssen wir natürlich jetzt den Einfluss des Klimawandels auf diese Algenart untersuchen. Wir haben erst Fucus, den Blasentang, aus der Natur geholt mit allen Begleitorganismen, die dazugehören, wie kleinen Krebstierchen, die auf Fucus leben, aber auch Schnecken und auch die ganzen epiphytischen Algen, die auf Fucus aufwachsen, wurden alle mitgenommen. Und diese gesamte Gemeinschaft wurde zu Anfang vermessen und genau ausgezählt, die ganzen Organismen, und dann in die Tanks eingebracht und das in jedem Tank gleich identisch durchgeführt. Dann wurden die verschiedenen Temperaturen eingestellt an den Bentokosmen, die wir testen wollten, und auch der CO2-Gehalt verändert. Und dann haben wir regelmäßig Proben genommen, also von den Organismen, aber auch vom Fucus, um dann zu wissen, wie die unterschiedlichen Faktoren, die wir manipuliert haben, wie Temperatur oder Kohlenstoffdioxidgehalt, die Eigenschaften oder die Leistungsfähigkeit von Fucus verändern. Ursprünglich sind wir davon ausgegangen, dass Fucus, der Blasentang, sehr positiv auf die CO2-Erhöhung reagieren wird, da es sich einfach um einen weiteren Nährstoff handeln kann. Aber was wir dann gesehen haben in Kombination mit den anderen Einflüssen, ist, dass dann doch die Temperaturerhöhung so viel stärker einwirkt auf den Blasentang, dass dann der Fucus abgestorben ist und aber auch die anderen Organismen im System betroffen waren, wie die kleinen Krebstierchen sind gestorben zum Großteil. Aber die fädigen Algen haben vor allem durch die Zugabe von Nährstoffen deutlich profitiert, sind viel stärker auf dem Fucus aufgewachsen, was wiederum das Licht weggenommen hat und der Fucus in diesen Experimenten noch schneller abgestorben ist als nur unter Temperaturerhöhung. Der Fucus oder der Blasentang in der Ostsee, der hat schon bereits in der Geschichte starke Verluste erlitten durch Nährstoffeinträge in der Ostsee, vor allem im tiefen Wasserbereich. Jetzt haben wir in den Experimenten gesehen, dass er durch die Temperaturerhöhung im Flachwasserbereich auch absterben kann. Und dadurch wird der Bereich, in dem optimale Lebensbedingungen für ihn vorherrschen, immer geringer, was dann natürlich zur Folge hat, dass das ganze Ökosystem, das vom Blasentang abhängt, auch kleiner wird, was dann wiederum sich auf die Bestände der Fische auswirkt und natürlich dann auch in den Fangquoten irgendwann sich niederschlägt.